Wie geht's euch? Krieg ich keine Antwort, Ole, was? Abu-Socke, Abu-Socke, gib dir gute Nasiha, Nasiha. Große, kleine Leute heute, er ist für euch alle da, alle da. Deutsche Menschen, Ausländer, Abu-Socke rockt jetzt alle Mann, alle Mann. Hey, Kollegas. Hat jemand hier Käsefuß seinen Fuß nichts gewaschen, Kollege? Ah, läuft schon! Hallo, Mushahedin Kiram! Kollegas und die Kollegafien, Salamu alaikum! Wie geht's euch? Krieg ich keine Antwort, oder was? Kollegas, ich weiß, das ist ein Video, könnt ihr mir nichts sagen, aber wenn du sitzt zu Hause auf deinem gemütlichen Stuhl, guckst du YouTube, kann dir nur gut gehen. Hast du kein großes Problem in deinem Leben, Kollege? Okay, Kollege, guck mal heute wieder. Ich rede mit euch über ein wichtiges Thema. Heute mit mir hier. Wir reden heute über ein, da gibt es so ein arabisches Sprich. Also ein arabisches Spruchwort heißt das. Das heißt, Rida Nas Rayatun La Tudrak. Das heißt, wenn du kannst nicht machen, dass alle Menschen sind mit dir und dein Leben zufrieden. Gibt immer Leute, die sind nicht zufrieden mit deinem Leben. Und damit musst du einfach klarkommen, Kollege, nichts besser sein. Ich erzähle für euch eine Geschichte. Und nach dieser Geschichte, ihr werdet verstehen, warum das ist nichts möglich, Kollege. Verstehst du, Freund? Hallo, ich rede mit dir. Verstehst du, Freund? Ja? Kannst du ruhig ja sagen, Kollege? Ach, egal, vergisst du. Okay, da war ein Mann, sein Frau und Esel. Also, seine Frau war kein Esel, aber war noch ein Esel dabei. Und die sind gelaufen und dieser Mann wollte so Gentleman machen und hat Frau auf Esel gelassen. Esel spazieren in Stadt und so. Und dann auf einmal die Leute sagen, guck mal, seine Frau bestimmt über sein Leben. Die hat die Hosen an. Der darf nicht auf Esel reiten. Und die Leute haben so gelacht. Und dann hat gesagt zu seiner Frau, Frau, tut mir leid, bin ich kein George Clooney, kommst du da runter bitte, ich gehe jetzt auf Esel. Okay, Mohim ist auf Esel gegangen, Frau ist runtergegangen und die laufen so. Und dann die Leute wieder, guck mal, hat kein Benehmen, arm Frau, er ist Mann stark, Frau ist schwach und so. Warum darf nicht auf Esel und er ist auf Esel? Und dann hat sich aufgeregt, was hat gemacht? Hat gesagt, okay, keiner geht auf Esel jetzt, beide runter. Sind gelaufen, ohne auf Esel zu reiten. Und dann, Kollegen, die Leute gucken so, sagen, guck mal, hat ein Esel, aber beide laufen. Das sind selbst Esel, Kollege. Und dann hat gesagt, okay, Frau, wir gehen beide zusammen auf Esel. Und dann sind beide auf Esel gegangen. Und dann sind so gereitet oder geritten. Und dann hat gesagt, die Leute, guck mal, hat ein Esel. Und die machen Tierquälerei. Beide gehen auf Esel. Und am Ende, subhanallah, egal was gemacht haben, die Leute haben keine Zufriedenheit gemacht. Kollegen, warum Leute sind so? Erstens, guck mal, liebe Leute, kümmert euch um eigene Probleme, bitte. Nummer zwei. Du kannst Leute nichts zufrieden machen.
Die machen immer Kritik und bla 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 Kritik. Die sind nicht zufrieden. Kollege, habe ich viel Erfahrung. Okay, Kollege, das war Nasiha von heute. Bitte nichts vergessen. Gibst du mir, wenn dir hat dir gefallen, ein Abonnieren. Und gibst du mir ein Gefällt mir. Und bitte nie vergessen, hier findest du andere Video. Hier findest du noch andere Video. Oben findest du andere Video. Und unten findest du Video. Und da hinten in der Seite findest du Video von anderen Leuten. Nix klicken. Nix gut. Nein, Kollege, das kannst du machen, was du willst. Bist du ein freiwilliger Mensch. Okay, und nicht vergessen, gib mir gute Kommentar. Salamu alaikum. Blah.